Sarah Wiener ist wieder unterwegs. Diesmal geht es quer durch die italienische Küche. Mit ihrem Dolmetscher Michele Marotta schaut sie in die regionalen Kochtöpfe, um die kulinarischen Geheimnisse Italiens zu entdecken. Am Ende jeder Etappe aber muss sie zeigen, was sie gelernt hat und ihre Gastgeber mit einem eigenen Rezept überraschen. Sarah und ihre nächste Herausforderung. Venetien. Ein netter Koch und ein tolles Gut. E allora. Liebe Sarah, wissen Sie, wo die Mark Treviso liegt? In Venetien. Der Garten Venedigs, reich an Quellen und fruchtbarem Land, hat eine genussvolle Küche hervorgebracht. Im Prosecco-Land erwartet sie die Küche von Angelo Bernardi. Dort kochen sie ihr eigenes trevisanisches Gericht. Viel Erfolg! Michele, vieni qui! Schau mal, wo wir hinfahren. Such mal Treviso. Ah, Treviso. In Veneto. Treviso. Eccolo qua, Treviso. Okay, du machst den Gate und ich fahre, gut? Okay, va bene. Venetien, auf Italienisch Veneto, liegt im Nordosten Italiens. Die Hauptstadt ist Venedig. Doch Sarah zieht es ins Landesinnere, in die Provinz Treviso. Durchzogen von vielen Flüssen ist Venetien eine der fruchtbarsten Gegenden Italiens. Der venezianische Frühling ist ziemlich nass. Doch das stört Sarah nicht. Sie ist auf der Suche nach einer Spezialität der Region. Mitten auf der sogenannten Prosecco-Straße liegt der berühmte Prosecco-Ort Valdobbiadene. Und dort ist Sarah verabredet mit Angelo Bernardi, dem Meister des sprudelnden Weines. Viva de Milan, Agriturismo, Vendita Vino Prosecco Doc. Denominazione di origine controllata ist ein Qualitätssiegel für Weine von kontrollierter Herkunft. Sarah erfährt, Prosecco bezeichnet nicht etwa die Art der Verarbeitung, wie zum Beispiel beim Sekt. Es ist eine weiße Rebsorte, die nur hier in der Provinz Treviso wächst. Nun will Sarah endlich auch ihren Gastgeber für die nächsten Tage kennenlernen, Angelo Bernardi. Angelo ist nicht nur Prosecco-Experte, sondern auch begeisterter Kenner der venezianischen Kochtradition. Buongiorno, signore. Sono Sarah. Piacere, Angelo. Piacere. Mein Dolmetscher. Michele, piacere. Michele. Angelo. Buongiorno. Fratello. Mein Bruder. Ah, fratello. Sì. Sarah. Celestino. Salve, Michele. Und mein Cousin. Cousino. Die ganze Familie. Ja, wir sind vier Brüder und führen den Hof gemeinsam. Ah, das sind die fertigen. Das hier ist ein reiner Valdobbiadene. Ah, schön. Das ist der beste. Das ist der migliore. Einer der besten. Wir haben zwei Sorten, Extra 3 und Brut. Und was ist der Unterschied? Ist es also anche perché questo è un frizzante a fermentazione naturale. Ja, das ist mit der natürlichen Fermentierung, ne? Questo fermenta. Der hier hat in der Flasche fermentiert. Das erkennt man hier unten. Das ist ein Wein, den man zu jeder Tageszeit trinken kann. Bei uns fängt man schon am Morgen zum Frühstück mit einer Flasche Prosecco an. Das geht bis zum Abend, bis Mitternacht. Schon morgens? Ja, schon morgens. Viele frühstücken schon mit einer Flasche Prosecco. Machen Sie das auch? Ja, wenn ich frei habe, mache ich das auch. Wo so viel Prosecco getrunken wird, steht die Abfüllmaschine selten still. Wer macht denn bei euch die Küche? Die Küche mache ich. Wirklich? Und meine Frau. Stimmt das? Das stimmt. Ist er ein guter Koch? Ein guter Koch. Darf ich die Küche mal sehen? Ja, ich zeig dir heute meine Kochkünste. Sicher, gehen wir in die Küche. Grazie. Hier also soll Sarah in 4 Tagen ihr eigenes Venetien-Rezept entwickeln und kochen. Es riecht gut.
Buonasera. Sono Sara. Sandra, piacere. Sandra. Michele, piacere. Sandra. Là. Und das ist mein Bruder Valentino. Valentino, piacere. Piacere. Buongiorno. Die Bewohner des Treviso sind traditionsbewusste Genießer und haben sich einen fröhlichen und spielerischen Charakter bewahrt. Angelo ist der beste Beweis dafür. Das passende Getränk? Natürlich Prosecco. Grazie. Ecco. E allora. Cin cin. Cin cin. Salute. 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 Viva. Viva. Bene. Grazie. Etwas Bohnensuppe? Minestra di fagioli. Grazie. Wow. Ist das jetzt etwas, was ein arme Leute essen? Ja, ja, es ist wirklich ein Gericht, das in früheren Zeiten alle hier jeden Tag gegessen haben. Der Vater, die Oma, der Opa, alle haben zum Frühstück Bohnensuppe gegessen. Dazu frisch geriebener Parmesan und Olivenöl. Olio? Vergine d'oliva. So viel. Extra vergine. Mmh, köstlich. Ist die Pasta auch handgemacht? Die Pasta machen wir selbst, ja. Mmh. Es schaut so aus wie ein ganz einfaches Gericht, aber es ist doch relativ aufwendig, ne? Mit dem Schweinsfuß, mit dem Gemüse, das man püriert, mit den Bohnen, die man 3 Stunden kocht, mit den selbstgemachten Nudeln, die man reingibt. Also es ist ja schon sehr anspruchsvoll, obwohl es sich dann so Bohnensuppe nennt. Ja, es dauert wie gesagt 3 bis 3,5 Stunden. Und am Abend zuvor muss man sie ins Wasser tun. La Super Magica. Die Zaubersuppe. Pasta e Fagioli und perlender Wein. Bei Angelo hat Sarah herausgefunden, dass sich auch die Küche des Veneto durch eine Mischung aus traditioneller Hausmannskost und frischen, spritzigen Ideen auszeichnet. Und noch einen Hinweis hat Sarah bekommen: kein Veneto ohne Radicchio. Die delikate Pflanze wächst nur in der flachen, wasserreichen Gegend um Treviso. Über die weite Ebene fahren Sarah und Michele zu Lino Franchetto, um den vielgerühmten Radicchio Rosso di Treviso kennenzulernen. Die Bernardis waren sich einig. Der zarteste Radicchio kommt von Linos Azienda. Bis zu ihrem Ziel bleibt noch etwas Zeit für eine andere wichtige Lektion. Typische Gäste, die man so kennt, immer mit der Hand so. Hier, so, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Ja, ja. Wenn man aber so macht, zum Beispiel, gerade bei den Autofahrern, heißt das, dass dein Partner oder deine Partnerin dich betrügt. Ne? Und das ist eine sehr starke Beleidigung. Also, gerade, so heißt, ich setz dir Hörner auf. Ja, sagt, cornuto. Cornuto. Ja, ja, aber das ist ein Schimpfwort. Besser nicht sagen. Ne? Das ist, schimpfen will Sarah nicht, aber ernten. Und zwar den bitteren, doch edlen Radicchio Rosso di Treviso. Scusi, Signore. Ich suche Lino Franchetto. Lino Franchetto. Buongiorno. Ja, das bin ich. Buongiorno. Buongiorno. Sono Sara. Piacere. Piacere. Salve, sono Michele. Michele. Michele, piacere. Ah. Das ist der berühmte Radicchio de Treviso. Der berühmte Radicchio Tardivo. Tardivo. Eigentlich dachte ich ja, dass man Radicchio einfach so vom Feld erntet wie jeden anderen Salat. Das ist dann wohl ein Irrtum, wenn ich das so sehe. Naja, der Precoce, der junge Radicchio, wird tatsächlich auf dem Feld geerntet. Dieser hier ist ein Tardivo, ein später Radicchio. Er wird auf eine spezielle Art verarbeitet. Er wird geerntet, gebündelt und dann im Kühlschrank eingelagert. Zum Schluss legen wir ihn ein. Dieser Schritt heißt Imbianchimento, die Bleiche. Damit erreichen wir, dass an diesen Wurzeln wieder Wurzelhaare wachsen, die Mineralsalze aufnehmen können und das Herz des Radicchios weiter wachsen lassen.
Ein bisschen groß. Ein bisschen noch mehr Platz zum Essen. Wo kommt denn die Quelle eigentlich her? Das Wasser kommt aus 200 Metern Tiefe. Es ist Schichtwasser, das nach dem Prinzip von kommunizierenden Röhren nach oben kommt. Alles Wasser aus den Bergen, auch die Quelle des Sile, speist sich daraus. Der Sile ist der Fluss, den wir später noch sehen werden. Ganz schön schwer. Ja, und bislang noch nicht unbedingt appetitanregend. Ah, una foto. Avanti. Noch immer sind die rot-weißen Herzen versteckt tief drinnen im Gewirr der Blätter. Buongiorno. Sono Sara. Auch bei den Franchettos arbeitet die ganze Familie mit. Linus' Vater sitzt wie alle anderen Tag für Tag in der Halle und säubert die Pflanzen von Hand. Pflanze für Pflanze für Pflanze. Ist viel Arbeit, hä? Molto lavoro, vero? Sì. So, Lino, machen Sie sich mal frei. Allora, Lino, adesso si può spogliare. Schade, dass wir nur den Radicchio entblättern. Nicht nur das Herz, auch die Wurzeln müssen gesäubert werden. Lieber knapp abschneiden, sonst beschweren sich die Käufer beim Wiegen. Schau mal. Ganz gut, muss aber noch kürzer, sonst hat es mehr Wurzel als Radicchio. Scusi, è buono? Ist das gut so? Ich habe schon bessere gesehen. Alles noch einmal abbrausen. Erst dann zeigt sich das Herz der struppigen Radicchio-Bündel in seiner ganzen Pracht. Zu guter Letzt wieder kontrollieren. Pflanze für Pflanze für Pflanze. Guck mal, hier ist noch Erde dran. Man muss gründlich abreiben, sonst sind sie morgen schwarz. Morgen? Ja. In nur einem Tag? Wir müssen für unsere Kunden immer das perfekte Produkt aussuchen. Prima qualità. Sole, sole. Na? Oh, wie toll. Findest du das? Toll. Das nehmen wir mit, wenn wir jetzt zu meinem Cousin fahren. Da mio cugino. Vieni qui. Ah, vicino a te. Okay. Bist du schon mal mit so einem Auto gefahren? Già viaggiato con questa macchina? Noch nie. Mai, mai? No. Jetzt links. Sinistra. Bello, no? Sì. Und die Fischfarm, zu der wir jetzt fahren, die gehört seinem Cousin? Lì l'allevamento dei pesci appartiene al cugino, vero? Sì. Ja, dem Sohn meiner Tante. Figlio di mia zia. Und was hat er für Fische? Che pesci ha? Che pesci? Dalla trota principalmente, la trota salmonata. Oh, ich habe schön. Siamo nel Sile. Das ist der Fluss Sile. Also vorwiegend trota Forelle, salmonata, Anguilla, Aalen, Karpfen. Karpfen auch. Linus' Cousin Emanuele Durigon züchtet die Süßwasserfische nur im Quellwasser des Flusses Sile. Die Qualität seiner Störe wird weit über die Grenzen Venetiens hinausgerühmt. Jetzt stelle ich euch meinen Cousin Emanuele vor. Ihm gehört das hier und seinem Sohn. Buongiorno, signori. Emanuele? Piacere, sono Sara. Oh, schau dir den an. Wie alt sind die denn jetzt? Quanti anni hanno queste? 6 Jahre. 6 Jahre. Wovon ernähren sich die? Von Fertigfutter, wie auch die Forellen und Seebarsche, Doraden und Lachs. Ah, schau. Wie viel wiegt denn so ein Fisch? Quanto pesa un pesce così? Questo qua 15 Kilo. 15 Kilo. Wahnsinn. Schöner Fisch. Schön ist er schon, der Stör. Ob er allerdings auf Sarahs Einkaufsliste für ihr venezianisches Gericht landet, ist fragwürdig. Bei den kleineren Forellen will Sarah sich selbst als Fischerin versuchen. Warte.
Hilfe! Piano, piano, vai per dentro. Ich hab Angst, dass ich hinten reinflieg. Keiner hat gesagt, dass das Rausfischen der Spezialitäten leicht ist. Von den Zuchtbecken werden die Fische sofort zum Filetieren gebracht. Anschließend geht es zum Essen zu Guido Albertini. Darf ich dir Sarah vorstellen? Freut mich. Die Freude ist ganz meinerseits. Für Guido Albertinis Radicchio-Risotto mit Lachsforellenstreifen werden die hauchdünnen Fischfilets mit Radicchio in Olivenöl angebraten und mit Prosecco abgelöscht. Für 4 Portionen 280 Gramm Rundkornreis dazugeben. Jetzt stellen wir die Uhr auf 13 Minuten und geben langsam diese Gemüsesuppe hinzu. Gemüsesuppe. Das Wichtigste beim Risotto: langsam gießen und dabei stetig rühren. Das duftet. Ein guter Risotto braucht Zeit. Wir nehmen das Forellenfilet und legen es oben auf. Nimmst du die? Vorsicht und gut im Auge behalten. Die hauchdünnen Forellenfilets kurz im Ofen grillen. Sind fertig, nimm sie raus. Schaffst du es? Wir stapeln den Radicchio, den wir zuvor eingelegt haben, zu kleinen Häufchen. Geben etwas Salz hinzu und runden das Ganze mit Olivenöl ab. So, fertig. Kannst du es rübertragen, Mario? Grazie. Du warst toll. Nirgendwo schmeckt Venetien so venezianisch wie bei Guido. Noch 2 Tage. Dann muss Sarah zeigen, was sie von den Fachmännern gelernt hat. Sie kennt nun schon Nudeln mit Bohnen, Radicchio-Risotto, Forellenfilets und natürlich Prosecco. Und den gibt's bei Angelo. Ciao. Angelo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Ciao. Ciao, Sandra. Buongiorno. Ciao. Ciao. Wir haben Radicchio geerntet. Schau mal. Bellissimo. Hast du schon mal gesehen, wie der Radicchio geerntet wird? Si. Ja. Ja, wir bauen ja auch welchen an, wenn auch nicht so schönen. No, non bellissimo come questo. Ganz schön viel Arbeit, ne? È molto lavoro, vero? Oh ja, allerdings. Dann würden wir 2 nämlich jetzt Prosecco trinken gehen. Adesso andiamo a bere del Prosecco, così. Subito. Ich öffne sofort eine gute Flasche. Kommst du mit? Ja. Ich bringe eine Flasche rüber. Ciao, Sandra. Okay, ciao. Ciao. Was sagt er? Wir sollen Gas geben. An diesem leider verregneten Tag sind Sarah und Michele unterwegs zu einer venezianischen Gräfin. Die lebt in einer der ältesten Palladio-Villen der Region, der Villa Maser. Vor fast 500 Jahren wurde sie von dem Architekten Andrea Palladio erbaut. Toll. Wieder Zeit, sich der Delikatessensuche zu widmen. In der gräflichen Villa soll es einen ausgezeichneten Chardonnay geben.
Die Contessa Diamante und ihr Ehemann Vittorio empfangen Sara. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Piacere. Sono Sara. Buongiorno. Mio interprete Michele. Buongiorno. Michele. Buongiorno. Aspetta, venga sotto. Es ist ein etwas regnerischer Tag heute. Da wollen wir die Damen doch lieber unter den Schirm lassen. Grazie. Das ist meine erste Palladio-Villa, die ich sehen darf. Ich freue mich. Questa è la prima villa di Palladio che lei vede. Non è mai è molto bella. È sehr schön. Adelige Venezianer suchten hier einst im Sommer Zuflucht vor dem Gestank der Kanäle. Die Fresken von Paolo Veronese zeigen Szenen aus ihrem Leben. Wohnen Sie wirklich hier in dem Haus oder ist das mehr ein Museum? Ci abitate in questa casa oppure più che altro un museo? No, 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 ci abitiamo. Wir wohnen hier, also Sie wohnen hier. Naturalmente natürlich ist es für Besucher geöffnet, aber es ist unser Zuhause. Und wie lange wohnen Sie schon hier? Da quando sono nata. Seitdem ich geboren bin. Das ist so schön. Aber schwierig zu heizen, oder? Ist es im Winter kalt hier? Un po' difficile da riscaldare. Ja, es wird nie richtig warm, aber wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben viele Pullover. Das ist das berühmte Selbstporträt von Paolo Veronese in Jagdkleidung. Natürlich mit seinen Hunden. Hier im Haus gibt es viele Fresken, auf denen Hunde abgebildet sind. Und wer ist die Dame auf dem Foto? Das ist meine Mutter. Das ist der Bacchus-Saal. Hier auf dem Gewölbe sehen wir Bacchus, der den Hirten Trauben schenkt. Das ist unser Chardonnay. Wir nennen ihn Il Maserino, weil er unser Baby ist. Ach, mit der Auszeichnung hier. Wir haben die Silbermedaille beim Wettbewerb Chardonnay du Monde gewonnen. Das ist die Weltmeisterschaft des Chardonnay. Mhm. Waren Sie selber dort? No. No. Nein, wir haben die Weine hingeschickt, in kleinen Päckchen. Und haben ihnen nachgerufen, ciao, macht's gut, wir verlassen uns auf euch. Gut. Speriamo, sì. Oh, der riecht gut. Der ist ja ganz schwer, fast wie Likör, schaut der aus, ne? Das ist ein Wein, den wir mit besonderer Sorgfalt behandeln. Viel Liebe. Mit viel Liebe. Sì, molto, sì, molto amore, no? Molto amore. Mm. Wer guten Wein trinkt, muss irgendwann auch etwas essen. Im nahegelegenen Asolo will die Contessa Sara ihren Lieblingskoch vorstellen, Nino Baggio. Von ihm soll sie eines der ursprünglichsten Rezepte kennenlernen, traditionelle venezianische Nudeln mit Sardellensoße. Wer die nicht kennt, weiß nichts vom Veneto. Wir gehen in ein Restaurant hinter der Piazza, aber so kommen wir noch durch diese hübsche Gasse. Ist das Palladio nachempfunden, diese Säulen? Palladio. Nein, aber forse. La cultura è la stessa. Ja, die Kultur stammt vom Palladio. Die Contessa und ihr Mann begleiten sie zu Ninos Restaurant. Dann müssen sie sich verabschieden. Sie werden auf einer Weinmesse in Chile erwartet. In der Küche der Osteria Cadeton ist Nino bereits bei der Arbeit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo presentarmi. Ich möchte Ihnen jemanden vorstellen, eine Kollegin. Sie ist Österreicherin und hat Restaurants in Berlin. Sie möchte die Küche unserer Region kennenlernen. Die traditionelle. Sie können klingeln, Mattia, es fehlt die Soße. Schaut ja schon gut aus. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Hat mir viel Spaß gemacht. Das war so schön. Es war wirklich eine Bereicherung. Grazie. Grazie. Das ist Bigoli-Teig. Eine Pasta aus Ei und Mehl. Devo passarla col tocchio a mano. Se fosse più dura,
sarebbe molto difficile farla girare. Es muss ja handgedruckt werden und deshalb ist es relativ weich. No? Wenn sie härter wäre, dann. Ja, ich finde schon, dass es ziemlich hart ist. Però abbastanza dura comunque, nonostante. Ja, ist schon gut. Jetzt zeige ich euch, wie man Bigoli machen kann. Macht er das heute noch so oder ist das jetzt nur für mich Folklore? No, adesso, adesso lo facciamo per far vedere, per questo no. Oh, ist ja ganz schön hart, das zu drehen. Vor dem Zeitalter der Nudelmaschine wurden die traditionellen Bigoli ausschließlich mit dem schwergängigen Bigolaro hergestellt. Finito. Ecco. Mi alzo. Fammi vedere che puoi tagliare. Mettiamo i Bigoli. Wir nehmen die Bigoli. Und tun sie auf den Teller. Mehr Veneto geht nicht. Bigoli alla Veneta. Bigoli mit Sardellensoße. Unverzichtbar der sogenannte Parmesan für Arme. Eine Mischung aus Semmelbröseln und getrockneten Anchovies. Dazu ein ölfrittiertes Sprottenfilet und der krönende Abschluss, Olivenöl. Und fertig. Grazie. Schmeckt es ja? Sehr. Das schmeckt mir wirklich sehr. Ich liebe Sardellen. Sie sind aber auch nicht so stark, ja, dass sie die Pasta töten. Weil ich mag nicht, wenn das so extrem streng ist. Ja. Jetzt kennt Sarah schon einige venezianische Spezialitäten und kehrt inspiriert zurück zu den Bernardis. In ihrem kleinen Gasthaus ist wieder die gesamte Familie bei der Arbeit. Schließlich ist Prosecco-Zeit. Auf der einen Seite dieses sehr einfache, simple, köstliche Mahl von den dicken Spaghetti und den Sardellen und auf der anderen Seite diese Prachtentfaltung der Villa Masa mit diesen farbenfrohen Fresken, die auch noch ein paar hundert Jahren so frisch ausschauen und so erhalten sind und so viel Witz haben. Das war ein wahnsinnig schöner Spannungsbogen für mich zu sehen. Das war schon sehr beeindruckend. Chin chin. Über Nacht hatte Sarah Zeit, die vielen Eindrücke zu verarbeiten und sich Gedanken zu ihrem Veneto-Gericht zu machen. Beim Einkaufen in der Provinzhauptstadt Treviso will sie sich inspirieren lassen. Anbrennen. Anbrennen ist Attaccarsi. 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 Abschmecken. Ah, das ist schön. Das heißt, abschmecken heißt condire. Condire, brava. Treviso wird aufgrund seiner vielen Kanäle auch Città delle Acque genannt. Stadt der Wasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier soll es alles geben, was Sarahs Herz begehrt. Der nächste? Ich brauche Gorgonzola. Cerco un Gorgonzola non vero, nicht sehr kräftig. Non molto forte, non molto. Aber würzig. Sì. Ciao Elio. Können Sie mir sagen, wo ich sehr guten Speck bekommen kann? Lardo. Lardo. Haben wir auch. Von dieser Gegend hier? Lardo, nostro trevigiano. Ja, ich möchte einen von hier, bitte. Aber den besten. Il migliore, però, eh?
Der ist aus Treviso und der aus der Toskana, Colonnata. Ich bleibe Veneto Patriotin und nehme den von hier. E tutto, grazie. Sie haben ein schönes Geschäft. Ah, veramente un bel negozio. Grazie. Speriamo che i figli continuino. Ja, hoffentlich, dass die Kinder das weitermachen. Hab ich Nipoti. Und dann die Enkelkinder auch noch. Regen hin oder her, ein kleiner Spaziergang muss sein. Mit ausgesuchten venezianischen Delikatessen im Gepäck machen sich Sarah und Michele auf, Treviso zu erkunden. Beim Überqueren der zahlreichen Kanäle hat Sarah endlich Zeit zu überlegen. Was zaubert sie eigentlich aus all ihren Schätzen? Nur eines weiß sie sicher, auf Fisch wird sie verzichten. Die Erinnerung an die Störe ist noch zu lebendig. Weil mich am meisten von allen Dingen hier im Veneto das Anpflanzen und das Ernten vom Radicchio begeistert hat und beeindruckt hat, dachte ich mir, mache ich etwas mit Radicchio. Und weil ich ja nicht nur einen Salat machen möchte, dachte ich mir, ich mache einen Radicchio-Strudel und fülle den mit Speck oder mit Käse und mache dazu eine Gorgonzola-Soße. Aber ganz genau, wie ich den machen werde, das weiß ich noch nicht. Ein Strudel also. Veneto-Küche mit österreichischem Touch. Das hat Angelos Küche noch nicht gesehen. Jetzt erstmal den Strudelteig. Dazu braucht es nicht viel. Ungefähr 325 Gramm Mehl. Eine Prise Salz. Ein großes Ei. Ein Goccino Olivenöl. Und etwas Wasser. Das Ganze zügig zu einem glatten Teig verarbeiten. Michele, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du als erstes hören? Erstmal die schlechte. Ich habe wieder eine Aufgabe für dich. Wirklich? Ich bin gespannt. Die Walnüsse knacken. Ah, okay. Und willst du jetzt die gute wissen? Ja, die gute. Es gibt heute keinen Knoblauch. Oh, Gott sei Dank. So. So, ich mache das gerade mit Händen. Aber nur das Innere, ne? Nur das Innere. Wir essen nur die Kerne. Ah, okay, in Ordnung. Wie lange musst du das noch so machen? Bis der Teig ganz weich ist, damit tue ich die Luft aus dem Teig entfernen. Ah, so. Willst du auch mal probieren? Soll ich probieren? Ja, mach. So. Noch einmal. Noch stärker. Du sollst ihn nicht quälen, sondern ganz vorsichtig, du zerstörst ganz wieder das. Das ist eine so. Hülle durch. Ja. Schmeißen, vorsichtig hochheben. Aha. Okay. Wie? Okay. Wei. Okay. Und macht Spaß? Ja, sehr. Fester, ganz fest. Du musst die. Wir schmeißen lieber mit dem Teig als mit der Ehefrau. Würde ich empfehlen. Lass mal greifen, ob du es gut gemacht hast. Super. So, jetzt tue ich das ruhen lassen, das ist ganz wichtig. Dann decke ich das zu und widme mich meiner Füllung. Die Zutaten für Sarahs Strudelfüllung. Knackiger Radicchio Rosso di Treviso. Und ein großes Stück deftiger Speck. Den Speck würfeln. Auf kleiner Flamme anbraten. So. Und jetzt? Fehlt nur noch frisch gepflückter Rosmarin. Hast du es anbrennen lassen? Nein, guck mal. Schau. Du warst so misstrauisch. Ich will immer schauen, dass alles perfekt läuft. Gut so?
Schön, dann mache ich mit den Nüssen weiter. Das duftet schon, das duftet. Oh. Sandra, Michele, per favore. Für die Füllung den Radicchio grob zerteilen. Bist du fertig? Ich bin fertig. Zeig mal. Sieht das gut aus? Das sieht toll aus. Und weißt du, was du jetzt machen kannst? Ein bisschen aufessen davon. Kannst du auch ganz grob hacken. Ganz grob? Grob, mhm. Das ausgelassene Fett großzügig über den Radicchio gießen. Die Speckwürfel zur Seite stellen. Den Radicchio bei 180 Grad etwa eine halbe Stunde im Ofen schmoren lassen. Anschließend die knusprigen Speckwürfel zu den Radicchio-Blättern geben. Ein bisschen, damit es nicht zu ein bisschen Rotweinessig. Ob das noch Radicchio ist, sieht eher aus wie Tintenfisch. Doch der zartbittere Geschmack lässt keinen Zweifel zu. Buono. Forse un po' di sale. Bisschen Salz vielleicht? Un po' di parmigiano, sì. So ist es sonst ein bisschen langweilig, ne? Buono con l'aria così. Ottimo. Perfekt. Ottimo. Meglio no. Okay, also das gebe ich jetzt nur da rein, um das abzutropfen, damit es auch nicht zu fettig wird. Auf zur Kaiserdisziplin, dem Strudelteig. Nach einer Stunde Ruhezeit soll er zeigen, was in ihm steckt. In Fachkreisen heißt es, dass ein guter Strudelteig so dünn ist, dass man durch ihn Zeitung lesen kann. Aus. Ganz gleichmäßig. Muss noch dünner werden. Es ist so, finde ich, eine der schönsten Teigarten, weil es so was Sinnliches hat. Come un velo di seta. Ja, wie ein, so ein Seidentuch sieht ja. Das aus. Un artista qua. Du bist eine Künstlerin. Ja, so wie du, mit deinem Prosecco. So, jetzt noch das. Man non bisogna avere le unghie lunghe. Da darf man ja keine langen Fingernägel haben, oder? Nein. D'accordo. Den Teig mit Parmesan bestreuen, dann füllen. Und wieder Parmesan. Importante il formaggio. Sì. Käse ist wichtig. Und? Wie von Zauberhand. Und das Schwierige ist jetzt, wie kriege ich den jetzt aufs Blech? Dann so, der kann jetzt leicht reißen. Also ich versuche, eine Spirale zu legen. Unser kleines Mittagessen. Für die goldbraune Farbe den Strudel mit zerlassener Butter bestreichen. Und bei 200 Grad 35 Minuten backen. Na, ich bin gespannt, ob das was wird. Ob der schmeckt. Angelo. Lino. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Come sta? Bene, bene. Ihr könnt euch ja schon raussetzen, wenn ihr wollt. Ich bin gleich fertig. Weiter geht's mit Sarahs Gorgonzola-Soße.
Die Zutaten? Natürlich Gorgonzola und Micheles grob gehackte Walnüsse. Den Gorgonzola in einem halben Liter Milch erhitzen, bis die Soße sämig wird. Reichlich Parmesan dazu. Meine Soße ist zu dünn. Troppo liquida. Ich dachte, wir sind so viele, mache ich lieber ein bisschen mehr Milch rein. Aber ich habe tatsächlich zu wenig Gorgonzola gekauft. Lass ich ein bisschen an. Nur ein bisschen. Einen Tropfen auf den Strudel. Ah, gut. Cucina Nuova. Nuova. Nuova Cucina. Nuova Cucina. Buongiorno. Buongiorno. Also. Ah, bellissimo. Jetzt wird sich zeigen, was die italienische Großfamilie von der österreichisch angehauchten Veneto-Küche hält. Ist ein Radicchio-Strudel noch vereinbar mit ihrer kulinarischen Tradition? Dazu natürlich der berühmte Prosecco aus dem Hause Bernardi. Was denkt der Radicchio-Experte? Susanne, con un goccio di prosecco? Wie schmeckt es dir denn? Eccezionale. Das ist gut kombiniert. Man denkt, dass du das Produkt wirklich seit Jahren kennst. Das zuzubereiten. Ne? Also, wenn die Sara hier bleibt, dann machen wir das nochmal jeden Tag. Amici de Veneto. Ich finde es schön, dass vier Brüder so in Eintracht zusammenleben mit ihrem Anhang und hier Landwirtschaft betreiben, Prosecco selber herstellen, Wurst selber produzieren und Kühe sogar haben und von ihren eigenen Produkten leben und sich ernähren können. Das ist schön und das ist auch eine aussterbende Form des Zusammenlebens. Wir haben wirklich drei sehr schöne Tage miteinander verbracht. Bei diesem schönen Wetter. Kommt mal schnell her. Venite. Anche la Karin, pronti? Vai. Via. Ich werde an euch denken und euch vermissen. Wir dich auch. Gute Reise. Addio Veneto. Denn auch der Rest Italiens wartet darauf, von Sara entdeckt zu werden.